Also ich glaube, das geht nicht. Ja, habe ich hab einen Banner oder Xbox Zock. Wie süß, so habe ich auch gebaut, wo ich angefangen habe auf Bausucht. Wie viel Geld hast du, Deox? 1 Million. Ja, okay, aber kannst du dir echt mal einfach zu Leute Tab einfach Gäste angucken und fragen, einfach fragen, kaufst du ein GS? Ja, das mache ich, ja, das mache ich. Aber manche wollen mich voll abziehen, die wollen ihr GS. Halt, also die verkaufen ihr GS, aber es hat einen Wert von 600.000 und die wollen mir es für 1 Million verkaufen. Wenn ich es nicht verkaufen will, schreibe ich auch für einen tollen Preis. Aber keine Ahnung, das ist voll unnötig. So viel Geld hatten die bestimmt noch nie, weißt du, was ich meine? Ja. Und da können die sich ein viel schöneres Plot. Ich wollte mal so einen Ranzplotz kaufen, wo halt die 10, 20 Beacons drauf waren. Aber keine Ahnung, es war halt hässlich so. Ich hätte ihm Gefallen getan, der hätte ein neues GS kaufen können. Ist so, Digga, da weißt du, wie hässlich das war. Das habe ich im Kindergarten gebaut, sowas. Gut. Das Lego-Stein. Ja, gut. Boah, zum Beispiel das von OO Sam, Digga. Das ist nice. Das ist echt nice. Gefällt mir. Aber keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es verkaufen wird. Und wenn das verkaufen wird, dann ist es wieder voll überteuert. Ja. Kommt mal von zu dem GS von 0 Ozem. Ist er auf Nero? Ja, auf Nero. Ist das gut? Slash PH, was Name nochmal? 0 O und dann Sam. Ja, einfach TPA nehmen. Bin zu dumm. Aua, ich hab von einem unter mich bekommen. Das verkauft er. Nein, ich frag den gerade. Aber wenn er es verkaufen wird, Digga, der will da safe seine 5 Millionen für, weißt du, was ich mein? Ist aber auch wert, oder? Wo ist das denn 5 Millionen wert? Ich glaub, unten geht's bei dem GS hier noch weiter. Jetzt war jetzt ein schlechtes Beispiel, okay? Achso, wo? Ja, nee, das ist ein schlechtes Beispiel, keine Ahnung. Komm ich jetzt, nee. Jetzt. Antwort auch nicht, erst abgehoben. Meinst du dein erstes GS? Ja. Ja, das ist okay, safe. Das geht mit den Smaragdblöcken, alle mit dem Quarz, mit dem Malen. Und ich weiß nicht, was unten noch ist. Ich würde trotzdem nicht mehr wie 2 ausgeben. Weiß nicht, ich habe der untere Bereich nur nicht oben. Ja, vielleicht so da, 1. Ja, hier ist noch Quarz überall. 1,5. Jetzt geht's nach unten, ist unten viel. Nö. Kannst du runterkommen, ich bin ja auch. Ah, es sind ein paar Banner, wow. Da geht's, unten ist aber noch was. Weiß ich, wie man da runterkommt. Hier kommst du runter, hier. Au. Was ist hier? Wie viel Stockwerke hat es denn noch? Hier ist ein kleines Lager, sag ich mal. Ach. Noch weiter runter? Ne, ich glaube nicht. Ne, da ist der Badshock da unten. Ja, 3 Mio, das so würde ich hier geben. Du kaufst aber gar keine GS mehr, oder? Was? Du kaufst gar keine GS mehr, oder? Du kaufst keine GS, so wirklich. Ich finde eigentlich viele, aber die meisten wollen es halt voll überteuert dann verkaufen. Ja, und wenn's dann, weil ich will ja auch Gewinn machen und dann. Ja, ist klar, ist klar. Wenn ich mit meinem GS fertig bin, du hast es jetzt gesehen, das ist schon geil, oder? Ja, das ist schon geil. Ich hab da ja schon einen Köpfeweg und da kommen noch überall Beacons hin, dann kannst du es vielleicht kaufen. Ja. Mal gucken. Bei dir zahle ich aber der anständige Preis. Bei der Antritt da weiß ich, was ich da mache, dann einfach. Ja, weil das wird auf viel wert sein.
Ja, das wird viel wert sein. Bei der anderen Seite einfach, ja, das ist nicht so viel wert, ein bisschen runterkommen, please. Wenn dir schon ein großes Stück entgegenkommt. Auch wenn er sagt, er verhandelt hat, ich sag 4 mir, er sagt 5 mir zum Beispiel. Und er sagt, er ist nicht verhandelbar. Wie viel würdet ihr für das Innen von diesem wilder Stier oder was? Ja, wilder Stier zahlen? Das sind 3 Köpfe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 96 Lapus, halt 96 Lapus. 150k durch die zwei, ne, durch den Stack Diablo 100k mit den 3 Köpfen, die sie Flo und Creeper sind ja nichts wert. 10k pro Stück vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht ein bisschen mehr schon, aber. Ja, ich habe 2 Flohköpfe für 80k gekauft, Digga. Ich habe nicht gewusst, dass sie so vom Preis runtergefallen sind. Ja. Ja, gut. Frag ihn, okay, jetzt ist keine 150k mehr. Frag mal 50k für alles. Ja, mach doch mit die Diablerie raus. Ja, er hat sie verkauft. Achso. Ich schätze jetzt mal schon, er hat sie von den Sinf genommen und hat sie, glaube ich, aber keine Ahnung. Ich hab mich eingebaut wegen Schematic. Wie viel soll ich für die ganzen Köpfe da zahlen? Frag mal 40k für alle Köpfe. Wir verhandeln mal. Schreib mal 40. Und wenn er sagt nee, dann muss ich halt sagen, er soll mal einen Preis sagen. Ja, deswegen, wenn andere zu dir sagen, du sollst einen Preis sagen, gell? Fang niedrig an. Und wenn sie sagen, ha, das ist witzig, das ist viel, viel mehr wert, dann sagst du ja, dann sag du doch einen Preis oder halt so, sagst du halt so immer. Ja. Dann machen die den Preis. Die wollen erst schauen, ob du noch drüber gehst, wie die. Ja, keine Ahnung. Nicht, dass die nachher zum Beispiel beim Flohkopf bei 30k anfangen und du hättest 40k Zeit. Deswegen lassen sie ja normal erst die anderen zahlen. Ja. Kaufe eine 20er Karte. Habt ihr Karten, die groß sind? Glaub nicht. Ich bräuchte noch eine 6er Karte. Ich hab eine 4er und eine 9er. 4er und eine 9er. Wie viel willst du für die 9er? Die kriegst du gratis. Ist denn für einen, dann kannst du ihn aufbauen. Ja, Anime oder Anime, Kanon. Der versteigert gerade ein Mondgestein. Die ist um die 600-700k. Also, wir wurden da, wo ich sie noch hatte, also ich habe sie ja immer noch, ich wollte sie nie verkaufen, bis zu 700k von so einem Sven Raltigurt irgendwas geboten. Nee, ich gehe nicht über 70k, 80. Für sein Inf? Nein, für ein Mondgestein. Da kannst du noch 80k machen, gell? Ja, ich weiß, aber es sind ja gerade 80k. Boah, 81. Ja, okay, ich bin ja gerade auf Gold, ich hole die Karte nämlich. 90 ist dumm. Warum? Geht. Ich würde sogar noch auf 100k gehen, ich. Ja, was kommt da jetzt? Mero. Warum? Was ist denn bei dir im Lied? Natürlich halt Corona. Der Original-Aldi-Preis. Jetzt kommt Werbung bei mir, genau, wenn du sagst, jetzt kommt Werbung. Für alle. Ab Donnerstag alles für den Wasserspaß. Krokodil-Erlebnispool für nur 24,99 €. Und aufblasbares Wassertier für nur 9,99 €. Jeden Tag besonders. Einfach Aldi. Also zum Vorteil, dass man dick schreiben kann, ehrlich. Danke, dass du mit Spotify Musik hörst. Im Ernst. Oder? Ja, oder? Das ist schon geil. Radio hören. Oder Schallplatten. Oder Kassetten. Oder auch ein Tonband. Falls du ja, wo bist du denn mit der Karte? Ich hol sie gerade. Du hast dich ganz klar für Spotify entschieden. Dafür möchte Digga, er hat 49 VIP-Boxen. Und du kannst noch hunderte weitere Playlists. Der Lenny. Verkauft er die? Ja. Ey, frag mal, was alle kosten. Die sind zu teuer, Lukas. Die können wir uns gerade echt nicht leisten. Und einen Spawner verkauft er auch noch. Zeig mir den Staub im Flur, ich mach die Augen. Aber Lukas, eigentlich wär's geil, so 49, ey, ich würde die alle direkt instant öffnen. Ich werde so vielleicht unnötig so Minus machen, aber 1,96 Millionen. Warte, was? 49 Boxen, oder? Ja. Nein, warte, ich bin nochmal. Warte, ich guck nochmal. Ja, 49 Boxen, ja. Wie viel Geld? 1,96 Millionen. Also 1.969.000. Ja. 40k die das Stück. Warte, was ist, wenn ich jetzt. Ich handle mal runter. Frag mal eine Mio. Nein, ich schreib mal eins. Ja, aber nein. Dann bist du bei 20k die Box. Eine Mio. Nein, der handelt nicht runter. Echt, der geht nicht runter.
Aber der Kreis sagt nicht verhandelbar. Ja, er hat 9,5 gesagt. 1,95 ist sein letztes Angebot. Oh, richtig großzügig. Ja. Mit 49 VIP-Boxen sind einige. Ja, wenn du die öffnest, dann. Mach spät. Ja, man kriegt die nicht über 40.000 wieder verkauft. Er sagt jetzt 1,92. Wenn du wahrscheinlich länger wartest, dann geht er noch weiter runter. Oder was? Dabei gebe ich mir noch Mühe, jede Luxusmodemesse gibt mir Komplimente, schöne Benutzeroberfläche und sie machen mir ein Angebot der Freude weg. Soll ich noch auf 1,85 runtergehen, wenn er das nicht macht, nicht? Wie heißt der nochmal? Lenny. Manche tragen nur dieselben Shortfetzen, ich trage jeden Tag was anderes. Stoffwechsel. Lenny 2711. 1,9, das ist sein letztes Angebot. Echt, ich schreibe 1,5. Du bist schön. Aber dafür kannst du jetzt was zu bieten. Die meisten sind so mad, wenn ich die IGS so grief. Die wissen ja nicht, dass ich das grief. Dann am Schluss, weißt du, ich mein. Du hast gekauft oder schreibst du nicht alles? Ich weiß. Letztes Mal habe ich so ein kleines GS gekauft, weil übelst viel Quarz drauf war und 11 ist auch. Boah, und der war voll traurig, wo ich das kaputt gemacht habe. Der hat das alles mit der Hand gebaut, der hat sich nur mit Schematica gebaut. Wie bitte? Das war nicht ein fairer Preis. Ich habe 350.000 für 11 Beacons, 2 Köpfe, so schön, eine halbe DK Quarz. Was ist eigentlich das beste Item, was man bekommen kann? Was war's? VIP Box? Ja. Mondgestein. Legend Key, oder? Oder ja, kann man Key rauskriegen? Master Key kann man doch auch noch, oder? Kann sein, aber. Aber an Items werde ich, glaube ich, das Mondgestein das beste. Ja, an Items Mondgestein. Oh, Digga. Ah, oh, das Geld habe ich Bock jetzt zu kaufen, Digga. Oh, was ist das für ein Merch? Es geht klar, komm mal zu PH, der Biker. Was das wert ist, ich sehe es, ich komme da nicht rein. Scammed. Der Biker scammt? Ja. Das ist das GS, wo es so scheiße aussieht. Das hat so eine kleine Burg außenrum noch. Ja, das hat der hat immer PvP an. An. Muss mal PI machen, hat er es gerade an. Ich glaube, der hat immer PvP, ja. Weil der will immer Leute töten auf seinem GS. Sehe ich das denn? Flex? Slash PI und wenn du unten bei Flex PvP True, dann ist er an. Ja, PvP. Wenn voll steht, ja. Dann ist er aus. Der will Leute zu, da ist er fast lieber auf. Das GS von Kaufi. Müssen wir mal helfen, was das so ein GS wert ist. Wer macht denn von euch gerade nix? Ich brauche gerade GS, also weiter. Fertig, schaff ich glaube. Kevin, komm mal, das GS von Kaufi. 1, 2, 3. Was, Kaufi? 1, 2, 3. Er sagt, er verkauft das GS. Für wie viel? Frag mal. Nein. Ich hab noch gar nicht gefragt. Wie viel wäre das denn überhaupt wert? Frag mal, was er will dafür. Ich schau mal. Ja, die Leute, die dann sagen, unbezahlbar, Digga, die fragen mich mal ab, Alter. Das sind mal diese Krebsleute. Oh, hier ist sogar ein Kopf. Hoffentlich sieht er den nicht. Das sind 6 immer schon, oder? 2. Ja, ist ein 6er Marsch. Ne, 6er, alles gut. Ja, 6er kann ich auch noch nehmen. Eine Mine, wo er gerade am Bauen ist. Hier sind die Reste in Sachen vom Boden, Elkan. Es sind halt nur Bäume und es ist jetzt, ja, so richtig scheiße. Ich mach's ja nur kaputt dann, halt an Einzelswert. Halt so, dass die Köpfe und so, hier sind ja ein paar Köpfe gewesen. Hast du ja auch gesehen, oder? Mhm. Am Spawn waren 1, 2. Ja, hier mittendrin ist dann auch noch einer mal. Ist ja vereinzelt. Was schreibt er dir? Er sagt, hast du Gas überhaupt schon gesehen? Hab gesagt, nee, du guckst. Also gesagt, er zeigt mir jetzt ein paar Secrets. Ich weiß nicht, wo der jetzt ist. Da hinten bei der Brücke, hinter dir. Der oder?
50% wow, Alter, wie nur. Leckt der Typ oder leckt der nur bei mir gerade rum? Wollt ihr jetzt kaufen? Warte, ich schau seinen Ping. 34er Ping. Hä? Leckt der selber gerade? Nö, bei mir nicht. Bisschen, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ich hab gerade. Kevin, komm mal, hey, der steht hier einfach auf dem. Ah, jetzt, hä, wo sie jetzt sind? Wo bist du hin? Oh, hier jetzt. Oben sind noch Köpfe. Er ist offline. Echt jetzt? Ist getimed. Unten war ein Kopf, gell? Versteckt. Hier sind vier Köpfe hier oben. Sag, er soll es GS dir nicht zeigen. Nicht, dass er die Köpfe vergessen jetzt hat. Und nachher denkt er doch noch dran. Wo bist du denn? Ganz oben auf den Bäumen. Vier Köpfe waren da nochmal, fünf Köpfe waren hier. Ja, okay, aber so wertvoll ist das GS für jetzt. Wie viele Köpfe sind es am Anfang? Es sind halt nur Flo und Ab und Creeper. Kaufe ich es wieder, danke. Was? Frag mal, fragen ihn einfach mal, was das GS so kosten würde. Ja, ich frage ihn gerade, aber der. Ach, das glaube ich gerade nicht so ganz. Kaufe super Schaufel. 3,6. Reisen kann Beziehungen retten. Ich würde, wenn die Regel der Physik mich. Hab ich eben geöffnet. Slash Toggle Message. Oh. Zwei Köpfe sind hier nahe. 11! 5 Köpfe, 4, 5 Köpfe, 6, 7, 8, 9. 11, 12, 13, 14 Köpfe, wenn man sie teurer. Ach, egal. Nun, dein GS ja verkaufst, dann sagst du dir. Hier ist eine Karte, die sieht, die ist, kannst du auch für 700k locker. Ey, komm mal her, komm, sag mir mal eine CPA. Hier sind auch nur 4 Köpfe unter Wasser. Hast du die gesehen? Nee. Ich hab dir TPA. Ja, warte. Ja, lass es, wenn noch nicht. Ja, ich muss jetzt wieder zum. Oh, vier Köpfe nochmal. Ja, also, was. Also, wenn. Der Preis muss halt. Ich glaube, der kennt das alles. Ich weiß halt nicht mal, ob ich hier nehme. Die Karte, ja. Ich weiß halt nicht, dass die 6er Karte hier wert ist. Hier nochmal ein Secret unter Wasser. Weißt du, wie viele Köpfe? Also, ich laufe da gerade rein. Wir gehen da gerade rein. Jetzt geht's hoch. Jetzt gehen wir in einen Baum rein. Ich weiß nicht, ob er es in der Mine verkauft. Okay, hier ist uns Essenstisch. Happy Birthday. Essenssaal. Mir wäre, glaube ich, höchste, was ich hier pay wird. Ah, aber ich weiß nicht, ob es sogar schon ein bisschen. Oh, hier sind nochmal. Hier ist nochmal ein Kopf im Bieten. Der, ich glaube, ich kann es nicht bezahlen, aber. Wie viel Geld hast du? Eine Mio. Wie viel genau? 1, halt 1.626.000. Ich bleib grad stehen. Ich hab gerade. Ist mir zu wenig. Ja, sag mal, was er will. Welchen Clan ist der? Irgendwie CR, kenn ich nicht. CDA, kenn ich gar nicht. Hier noch im Busch ein Secret. Ja, super. Was ist das? Wolle. Was noch? Was nicht. Wo seid ihr hier ins Wasser gegangen? Halt hinten, das ist da so ein Loch und dann. Achso, ne, das sind überall Seerosen drin. Ja. Das. Keine Ahnung. Ne, hier ist keine Seerose drauf, ja, hier geht's auch rein. Das ist so Zuckerrohr, glaube ich.
Ja, genau, da musst du lang laufen bei den Goldblöcken. Oh, fliegen? Ach. Kropf ja, nochmal. Ja, also. Ich verkaufe hier ein Spawn und. Bei Kevin, das fuckt so ab. Diesen ganzen Slaps. Ich crush das, habe ich ganze Blöcke für Slaps um. Quarz oder was? Ja, weil Kevin hat Slaps gebaut statt normale Quarzblöcke. Ja, beim alten Guest, wir hatten keine Blöcke mehr, dann habe ich vielleicht über eine DK oder so an Slaps da verbaut. Aber ich check halt nicht, wie viel das Slaps sind. Jetzt weißt du, was Action ist. Ich bin jetzt da, der Typ, der auf die Backspin pisst. Die letzte Bitch wurde von uns zwei gepumpt. Guck deine Mama, sie hat Jungs. Black Ghost ist abgefuckt. Es seid die Headliners und zeigt, dass Hamburg scheiße ist. Prost, mein Freund. Ich schick euch eine Flasche umsonst. Ich hasse dich. Mein Team hat deine Mutter gebumst. Ja, wenn wir kommen, gibt es Wodka auch. Wenn wir kommen, bist du Opfer tot. Wenn wir kommen, ist die Party vorbei. Ja, wenn wir kommen, gibt's eine Massenschläge. Ja, wie viele Köpfe sind das denn jetzt, Kevin? Was hast du gezählt? Oh, über, bisschen über 20. Also unten sind 4, oben 8. Unten 20, also 2x4, 8, 800k, die Karte ist 700k oder 500k, sei jetzt mal 1300. Nicht 1300 bekomme ich. 1,3 Millionen. Und dann, ja, weiß nicht. Gegen 2 oder 1 stehen, ja. 1,2 Millionen nicht mehr. Hier ist halt noch eine Karte, ich weiß nicht, wie viel. Ja, Schokolade, die habe ich mit 500k jetzt gerechnet. 1,3 Millionen also. Ja, aber 1,2 wäre fair, sag ich mal. Ob du genau 500k, ich weiß nicht, ob das teuer ist für die. 400k auf jeden Fall und 500k weiß ich nicht. Würdet ihr das in Geld auszahlen, wenn ich euch dafür Items gebe? Nein, oder? Äpfel. Oder Beacons. Sag's doch und schreib jetzt nicht über Message. Hä? Du musst es sagen. Ich kapiere, was du von mir willst.